C der Anziehen oder C wie das C, was auf den Autonummern der Chemnitzer steht. C der Anziehen, das ist das Motto der Kulturhauptstadt, europäischen Kulturhauptstadt 2025. Es muss Englisch sein, weil es europäisch ist. Wir können nicht alles auf Sächsisch machen, wenn wir Europa zu Gast haben wollen. Es ist ein suggestives Motto, denn dieses C kann man eben im Englischen auch als Verb lesen. See, schau hin auf der Anziehen, auf das, was nicht wahrgenommen, was nicht gesehen wird. Wir haben uns als Christen überlegt, wie können wir uns einbringen in dieses Projekt Kulturhauptstadt, in die Bewegung auf das Jahr 2025 hin. Anfang des Jahres haben sich Vertreter aus Stadt und Region, Vertreter aller Konfessionen miteinander verständigt, eine erste Ideensammlung gemacht und daraus eine kleine Gruppe gebildet, die einen Impuls formuliert hat, der wie ein Schuh dafür sein kann, um als Christen in diese Thematik reinzukommen. Reflexhaft haben wir gedacht, Sie der Anziehen, es wäre doch schön, wenn wir Christen, die wir eine Minderheit bilden, besser wahrgenommen würden mit dem, was wir leben und einbringen können. Aber dann schien es uns richtiger und wichtiger, zunächst einmal von uns wegzuschauen. Das ist ja auch die Perspektive, zu der das Evangelium immer wieder einlädt, und neu sehen zu lernen, was schon da ist. Eine zweite Perspektive, dann durchaus auch bei uns hinzuschauen, neu hinzuschauen, Wirkung des Evangeliums neu zu erkennen. Was haben wir aus unserer Tradition an Reichtümern zu bieten, an Kulturgütern, aber eben auch an heilsamer Lebenskultur? Und eine dritte Perspektive, Aufmerksamkeit füreinander stärken. Das, was von diakonischen Auftrag her uns vertraut ist, aber wovon es nie zu viel gibt. Dass wir Menschen in Blick nehmen, wahrnehmen, denen die Aufmerksamkeit zu wenig oder gar nicht geschenkt wird, sodass sie sich resigniert zurückgezogen haben und nicht mehr ihren Beitrag, den sie leisten können, leisten. Drei Perspektiven, die Sie einnehmen können. Es gibt bestimmt andere, aber die schlagen wir für den Anfang vor. Wenn Sie Entdeckungen machen, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie mit anderen in Austausch treten wollen über Kulturhauptstadt 2025 und unseren Beitrag als Christen, schreiben Sie eine E-Mail an ideen@kulturkirche2025.de. Wenn Sie den Text dieses Impulspapiers suchen, es gibt eine Homepage, die im Aufbau begriffen ist, wenn Sie ihn in der Hand haben wollen. Es gibt jede Menge gedruckter Flyer. Ich sorge jetzt mal dafür, dass sie zu Ihnen kommen. Wir sehen uns.